Am 16. März um 19 Uhr ist es endlich wieder soweit. Das Tanzbein kann wieder bei der 7. langen Dessauer Tanznacht geschwungen werden. Eine Nacht mit 5 Tanzflächen und 10 Tänzen wartet auf ihre Gäste. Egal ob lateinamerikanisch, orientalisch oder amerikanisch, jeder kann sich nach Herzenslust ausprobieren und zeigen, was in ihm steckt. Üblich werden unterschiedliche Tanzstile, Tanzanleitungen und spannende Showeinlagen geboten, um das Interesse des Publikums zu wecken und einen lockeren und amüsanten Tanzabend zu garantieren. Also die Tanznacht in diesem Jahr wird sich in altbewährter Form wieder im historischen Ratskeller präsentieren. Auf 2 Tanzflächen im NH-Hotel und neu werden sein in diesem Jahr das Foyer vom Alten Theater sowie die Aula vom Liboris-Gymnasium in der Rabestraße. Nun muss man sich auch dieses Mal keine wirklichen Sorgen machen, wenn man in den einzelnen Tanzstilen kein Vollprofi ist. Die Tanzlehrerinnen und Tanzlehrer zeigen, wie es richtig geht. Also mitmachen können natürlich alle Gäste, die uns am 16. März besuchen. Und da ist es völlig egal, ob man schon mal getanzt hat, ob man Vorkenntnisse hat oder nicht. Wir wollen zum Schnuppern einladen, wir wollen zum Mitmachen einladen, zum Ausprobieren und hoffen, dass wir mit den Gästen an unseren 4 Orten einen wundervollen Abend haben werden. Und damit man auch wirklich alle Tanzstile live erleben kann, liegen die Veranstaltungsorte in unmittelbarer Nähe zueinander. Auch dieses Jahr endet die lange Dessauer Tanznacht mit den großen Abschlussabsagerpartys, wo sicher noch bis in die Morgenstunden getanzt werden wird.